Hallo Leute! In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines Hundes, der jeden Spaziergänger, der an ihm vorbeiläuft, umarmt. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Wer freut sich nicht über eine herzliche Umarmung? Immer wieder sieht man Menschen auf der Straße freie Umarmungen verteilen, um den Menschen Freude zu schenken und ihnen zu sagen, dass sie geliebt werden und wertvoll sind. In Chelsea, New York City, bekommt man nun sogar eine ganz besondere Umarmung. Sie ist so besonders und außergewöhnlich, dass sie bereits mehr als 58.000 Fans auf Instagram hat. Für eine einfache Umarmung nicht schlecht. Doch diese Umarmung wird nicht von Menschen verteilt, sondern von einem Golden Retriever namens Lubutina. Lubutina verbringt ca. 2 Stunden am Tag damit, Leute zu umarmen, die ihr auf ihrem Spaziergang begegnen. Ihr Besitzer, der 45-jährige Fernandez Chavez, hat sich damit abgefunden. Ein Spaziergang mit Lubutina ist einfach kein normaler. Es ist ein Spaziergang mit vielen Umarmungen. Sehr vielen Umarmungen. Für die Menschen ist Lubutina dabei ein echter Segen. Viele bedanken sich bei Fernandez und Lubutina, dass sie ihren Tag gerade etwas schöner gemacht haben. Alles begann 2014, kurz vor dem Valentinstag. Fernandez hatte gerade eine Beziehung beendet. Lubi, wie Lubutina liebevoll genannt wird, kümmerte sich in dieser Zeit rührend um ihr Herrchen. Sie hielt seine Hand, als würde sie ihm sagen wollen, ich bin für dich da. Mit seinen Freunden scherzte Fernandez damals, dass er zum Valentinstag wenigstens jemand hatte, mit dem er Händchen halten konnte. Umso mehr freut sich Fernandez nun, dass Lubi die Liebe und das Verständnis, welches sie für Menschen hat, nun weitergeben kann und auch mit anderen Bürgern und Besuchern von New York teilt. Jeder hat schließlich mal einen schlechten Tag und braucht eine kleine Ermutigung und genau das ist Lubis Mission. Fernandez geht sogar so weit, dass er die Möglichkeit anbietet, ihm eine E-Mail zu schreiben, um eine Umarmung von Lubutina zu buchen, falls man es gerade nicht schafft, sie auf ihrem 2-stündigen Spaziergang durch die Straßen New Yorks anzutreffen. Hättest du die süße Lubi umarmt, wenn du sie auf der Straße gesehen hättest? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.